Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trends Version 2.02, inzwischen allerdings eine neuere Version. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich noch genauer erläutern. Ich heiße mit willkommen, ich hoffe ihr könnt auch im Schlaf sprechen, Kill Bill. Ich kann im Halbschlaf sprechen und wir haben die Version 2.03 mittlerweile. Ja, so steht es im Dateinamen, aber nicht in der ROM. Ja, die wird dann irgendwann so auch veröffentlicht, wenn sie dann final mal ist. Und mit dabei ist die Mary, grüß dich. So, Mary hat schon vorgelesen. So, da wir mitten im Dialog sind, würde ich mal sagen, wir verschieben die Neuerung auf gleich. Ja. Ich bin wach. Wo sind wir? Ja. Miss Mary, ihr seid wach. Dies ist unser Geheimversteck. Wir planen, die Festung zurückzuerobern. Wir sind den beiden Eindringlingen gefolgt, die Elliot entführt haben. Aber sie erwischten uns leider. Ich verstehe. Wenigstens seid ihr wohl auf. Genau, das ist ja das Wichtigste. Ah, ich muss. So. Miss Mary! Ich muss jetzt hier gerade meinen Emulator nebenbei leiser machen. Was? Warum? War so laut. Ja, bei der Aufnahme war es teilweise auch manchmal etwas lauter. Mhm. Ja. Wenn eure Freunde wach sind, kommt bitte zum Planungsraum. Alle warten auf euch. Der Planungsraum? Hört sich komisch an. Das ist doch nicht da etwa der Besprechungsraum? Konferenzraum. Der Konferenzraum. Also, hier schläft und ich kann hier rumlaufen. Naja, dann kann ich noch. Soll ich mal schnell die Neuerungen erklären? Ja, erklären wir die Neuerungen, während wir erst noch eine Runde ausschlafen. Erstens, bei den Items wurde diese komischen Krallen-Items, die nicht wie Krallen aussahen, angepasst und heißen jetzt Schuppen. Ja. Und dann wurde der Text von Rocky angepasst, weil im ersten Teil reimt er jetzt auch hier. Das wurde jetzt ganz neu gemacht. Und ja, jetzt heißen die Schutzgeister, wird auch unter männlich und weiblich unterschieden zwischen Patron und Patronin. Genau, was auch schon in der letzten Version schon eigentlich der Fall war, hat man aber vergessen zu erwähnen. Oh, ja. Macht ja nichts. Den Rocky hast du erwähnt, ne? Ja, hab ich ja. So, die Blumen draußen auf der Wiese sind Schlafblumen. War man ihrem Duft einmal ausgesetzt, so ist man fortan immun gegen ihre Wirkung. Das ist ja ein blöder Effekt, ja. Das ist wie ein Fliegenpilz. Da wirst du einmal vergiftet und danach bist du immun gegen den Fliegenpilz. Ja. Na okay, ist ja auch so. Sofern man von Tod mit immun spricht. Na egal. Rolandes Geheimversteck sind wir hier. Wir sind nur Frauen. Ein Paradies. Ein Paradies. Wir müssen unser Bestes geben, um Rolante zurückzuerobern. Oh. Ja, okay. Sind wir eine Widerstandsgruppe. Die Festung liegt auf der Spitze des Berges. Hätte ich jetzt nicht erwartet, das sind meistens die Festungen. Wir müssen unser Gleiches geben. Wir sind mitten in einer Besprechung. Dann wollen wir dich nicht weiter stören. Mach's gut. Wir erobern Rolante zurück. Wir müssen erstmal die Besprechung teilhaben, weil wir ja mitten im Widerstandskampf sind. Da sind wir auch schon. Natürlich ist die Putzoma auch mit dabei. Das ist ganz wichtig. Ältester, das bin ich, der Rentner halt. Hallo. Miss Mary, ihr seid wohl auf. Host, Host. Alles in Ordnung? Oh, mir geht es gut. Gut, was machen wir jetzt? Wie sollen wir die Festung zurückerobern? Wir haben nicht genug Truppen für einen Frontalangriff. Das weiß auch die Mary, die gerade immer so aufgewacht ist. Das ist ein kleiner logischer Fehler, aber wahrscheinlich im Originalskript schon. Es tut mir leid, ich verstehe nichts von Kriegen und Angriffstaktiken. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich darin einmal verwickelt sein würde. Oh, wartet. Ich habe eine Idee. Wir könnten den weisen Don Perignon um Rat fragen. Wahrscheinlich wird er völlig anders ausgesprochen. Ja, Don Perignon. Don Perignon. Er weiß, was zu tun ist. Er ist ein brillanter Stratege. Seine Strategien verhalfen Prinz Richard zum Sieg über den Drachenkaiser. Sehr gut.
Wo lebt Prinz Richard? Das ist das Problem. Er ist ein Chronobockel. Nein, Chronobockel. Nein, ein Chronobockel. Nein, Chronobockel. Nein, das ist der Chronobockel. Der bockelt sich durch die Chrono. Ein Chronobockel. Mei, mei, mei. Er lebt im... Oh mein Gott. Er lebt im Chronobockelwald. Chronobockelwald. Das ist der Chronobockelwald. Sein Dorf liegt versteckt westlich vom Pokopuschelwald, südlich von Yard. Gut, gehen wir. Ich befürchte, ganz so einfach ist das nicht. Chronobockel mögen keine Menschen. Tja, das ist das Problem daran. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie überhaupt mit euch reden würden. Sind dann die Chronobockel sowas wie die Schlümpfe? Ja. Also, wie gehen wir vor? Nun, ihr müsst euch als Chronobockel verkleiden. Dies ist die einzige Möglichkeit. Ihr müsst euch blau anmalen und weiße Mützchen aufsetzen. Und rumleilen. Und mit dem Schrumpfhammer wäre es ganz einfach. Ich glaube, jemand im Büze besitzt sie. Weißt du, was das ist? Das sind die ganz kleinen, ganz kleinen. Ja, die komischen, die Chronobockel. Wir müssen unser Bestes geben, um Roland zu zurückzuerobern. Die labern ja alle dasselbe wie die da unten auch. Ich bin froh. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist, Prinzessin Mary. Ja, komm, wir müssen die zusammenschieben, wir müssen die zusammenschieben. Hey, keine Schweinereien hier. Ah, die Oma noch. Ich hörte, dass ein Hitler Pizza den legendären Schrumpfhammer besitzt. Schlag jemanden mit dem Hammer und der wird witzig sein. Perfekt zum Imitieren eines Chronobockels. Du sollst jemanden schlagen? Mit dem Hammer. Was ist denn das für ein Deutsch? Kaust dir eine... Das ist ja okay, aber jetzt schlag jemanden mit dem Hammer. Das benutze ich auch. Schlag jemanden rein, der wird doch witzig klein. Also ich habe gesagt, benutze den Hammer auf einen deiner Freunde oder irgendwie. Und sie werden klein oder winzig oder sehr winzig. Ja, genau, das hört man doch raus. Hau dich mit dem Hammer, dann wirst du kurz und klein gehauen. Aber was ist bitte winzig klein? Das ist doch ein Adjektiv im Adjektiv. So. Guck mal, was ich kann. Wieso, das gibt's, winzig klein gibt's. Echt? Aber ich finde, es ist zu viel Text. Aber schlage jemand den Hammer, das klingt so wie Zammer. So. Also ich finde es jetzt nicht ganz korrekt, aber na gut. Ist mehr lächerlich, also na gut, egal. Gibt's hier noch andere Ortschaften, die wir besuchen können? Nein, wir haben jetzt einen Auftrag gekriegt nach Bützel. Und zwar, was sagt denn Time eigentlich? Ja, 7 Minuten 50, wa? Gut. Nächstes Jahr geht's weiter, haha. Ja, hier geht's weiter. Dies hier sind die Rüstungen und Waffen, die wir gesammelt haben. Mhm. Zwei Sachen habt ihr gefunden. Volante galt dank der hohen Klippen und starken Winde als uneinnehmbar. Einnehmbar. Jetzt wurde es erobert und wir müssen es uns zurückholen. Was sollen wir nun machen? Tja, mit einer Hammer draufhauen. Die stärkste Amazonenarmee der Welt ist zu dem geschrumpft, was ihr hier seht. Vorne mit dem Hammer gehauen. Also nochmal um dieser Zeittheorie hier nochmal ein bisschen was zu geben. Sie kennt ja nur ihre Armee, sag ich mal normalerweise, die Lies. Aber woher will sie wissen, dass wie viel abgeschlachtet worden sind? Ja, das wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oh, das ist eine gute Idee, mal runter zu gucken. Ja. Wir fingen einige Navarre Soldaten, die auf der Wiese herum. Die haben Blumenkinder eingefangen. Peace und Frieden, Peace und Frieden. Waren es wirklich diese Leute, die uns besiegt? Die Peace-Leute waren es, Peace und Frieden. Ja, Navarre ist eine Region im Süden, bewohnt von einer großen Diebesbande. Genau. Nun haben sie Rolante eingenommen. Was hat sie dazu verleitet, so etwas zu tun? Ich muss sagen... Also das mit denen auf der Wiese rumlungern, das würde ich nochmal verändern. Also das klingt ja wegen schwach. Die Blumen. Die auf der Wiese tanzen. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Aber guckt euch die doch mal an, das sind doch keine Soldaten, das sind doch die Typen, die immer sonst irgendwo in den Häusern rumlungern und sagen, oh, ich bin so ein toller Mann. Der Degen wurde halt alles weggenommen. Die haben einen Blumentanz gemacht und haben die ganzen Amazonenkriegerinnen umgehauen. Betört. Also diesen Blumentanz, das geht so nicht. Also ich würde schreiben zum Beispiel, dass die auf der Suche nach hier, also nach den letzten Amazonenkriegern waren und auf der Wiese, nachdem sie eingeschlafen wurden oder
irgend sowas. Dass zumindest, dass die da nicht rumgetanzt haben oder irgendwas. Glücklicherweise blieb dieses Versteck bisher unentdeckt. Gott sei Dank. Schuss straight auf jeden Fall. Oh, guck mal, wir sind draußen. Draußen. Da ist das Digger versteckt, siehst du? Und dann sind wir hier rüben. Aha. Hier entlang. Jetzt ist weg. Meine, die hat sich gebeamt. Eindeutig. Los. Go. Oh, ein Kanonendings. Oh, Kanonen. Ich will nicht mit der Kanone fliegen. Hey, das sieht ja wie Bon Voyage Kanone aus. Oh. Dann der Bon Voyage. Merci. Ja, merci. Oh, ihr kennt ihn. Ich bin seine Cousine. Merci. Oh, oui. Bien sûr. Wir müssen nach Bietzel. Dürfen wir dafür deine Kanone benutzen? Sicher, nein, ich will noch weiter gucken. Nein. Wir sind nicht bereit. Wir sind die Krieger. Wir wollen auf die Blumenwiese. Ja, Chess. Ich wollte nur sehen, ob dein Essen ist. Alter. Jetzt könnt ihr weitermachen. Ja, hier sind nämlich die Schlafblumen gewesen. Die gehen aber nur einmal, die Schlafblumen. Ja, aber warum geht's hier nicht weiter? Warum sind die überhaupt hier hingegangen, wenn es hier nicht weitergeht? Die haben die bösen Krieger einen Blumentanz gemacht und haben alle abgeschlachtet dabei. Ach so. Vololo. Also das finde ich schon ein bisschen nicht schön übersetzt, ganz ehrlich. So. Los. Die Mercy-Kanone. No Mercy-Kanone. Ja, genau. Genau. Die No Mercy-Kanone. Nein, Bam. Was mich so verwundert ist, dass die so übelst lang rumfliegen, übelst auf die Fresse kriegen und trotzdem noch durchhalten. Tja. Kein Leben verlieren. Handelsstadt in Bützau. Bützau. Das hört sich wirklich an wie ein Pokémon. Gib mir dein Huhn! Gib mein Buhn! Der Schrumpfhammer, das wäre ein unglaublich seltenes Artefakt. Aber ich glaube... Ich habe zu viel gesagt. Ich glaube, so etwas findest du nicht einmal auf dem Schwarzmarkt. Werden wir finden. Sie nennen sich zwar eine geheime Händlergilde, aber in Wirklichkeit wollen sie sich nur wichtig tun. Typisch Kerle. Gar nicht wahr. Oh, die Katze spricht gar nicht. Die Katze hat gegähnt. Das ist ja nicht... Oh. Oma möchte ja gerne mal zum Schwarzmarkt, aber sie schafft es nie, wach zu bleiben. Blöde Oma. Ja. Ja. Weiter. Ja. Drück die Hand. Kibbel? Oh. Ja, du musst drücken. Ja, ich drück doch. Ja, drück ich fester. Ist eingefroren, glaube ich. Es ist eingefroren. Nein. Was sagt jetzt? Kibbel, du bist schon. Nein, ich gar nicht. Ich hab den bloß gefragt. Das ist ein Bug, Junge. Ja, nicht gespeichert. Oh mein Gott. Oh nein. So braucht, wie viel Zeit haben wir? Ja, wir sind jetzt hier bei 13 noch was. Okay, das ist eine Folge. Gut, eine haben wir weg. Ja, immerhin. Ich kann es auch nicht für dich wegklicken, weil du ja noch drin bist. Das ist der Bug, Junge. Das ist der Bug, es ist gefreezed. Wir müssen. Das ist der Freeze Boy. Der Freeze Boy. Das war gefreezed. Ja, guck mal, ich trete den schon. Bam. Also, New. Das ist mein Dorf, der. Guck mal. Pink, du stehst auf dem Schwanz von der Katze, deswegen. Du musst die Aufnahme erstmal ab. Bam. Oh. Arme Katze. Willst du die Aufnahme schon mal abschicken? Ja, das machen wir. Machen wir. Gut, also dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Bug Secret of Mana 2. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und happy fixing. Tschüss. Ciao.